Willkommen zur nächsten Ausgabe der Stubenbasics. Bevor man auf dem Server so richtig Gas geben kann, braucht man zunächst die richtigen Settings. Und genau um die geht's heute. Wir schauen rein. Unter den General Settings gibt's natürlich einige Punkte, die ausschließlich Personal Preference sind. Wir gehen auf die Punkte ein, die für euch relevant sind. Die Maus-Sensitivität hatten wir das letzte Mal besprochen und können wir damit skippen. Der Scoped Sensitivity Multiplier sollte bei 1 sein, sodass die Scoped als auch die Nicht-Scoped-Sense immer gleich ist. Maus-Inverter aus, Raw-Input kann ausbleiben, es sei denn, man spielt eine unheimlich hohe DPI. Jetzt kommen wir zur Map. Das ist dann schon mal wieder Personal Preference. Ich empfehle, die Rotation nicht reinzumachen, diese Map fix zu halten, genauso wie bei der Fixed Orientation immer auf Always the Same. Damit ist die Minimap immer gleich und man kann als Smoker immer wieder die Smokes an derselben Stelle setzen, ohne sich erstmal neu orientieren zu müssen. Meine persönliche Empfehlung, aber auch Personal Preference. Keep Player Centered würde ich auf Off stellen, sodass man immer die gesamte Minimap im Auge behalten kann. Und speaking of which, die Minimap Size sollte maximal groß sein, genauso wie der Minimap Zoom maximal auf der rechten Seite eingestellt sein, damit man die Minimap möglichst groß hat und immer alles im Auge behalten kann. Vision Cones würde ich anlassen, so kann man sehen, was seine Teamspieler sehen oder in welchem Winkel sie Vision haben und wo nicht. Die Map-Namen kann man anlassen, kann man ausmachen, ich habe sie an, einfach nur damit die Zuschauer, wenn ich mal die Map aufmache, auch wissen, über welchen Bereich der Karte ich rede. Sollte man sie ausmachen, hat man lediglich die Minimap mit Always On, sieht man auch immer die einzelnen Callouts der verschiedenen Bereiche auf der Karte. Die Privacy-Settings sind auch so ein bisschen Personal Preference. Ich würde empfehlen, meinen Spielernamen immer zu verstecken, gerade als Streamer eine wichtige Option. Als Non-Streamer kann man es lassen oder kann man es eben machen. Die First-Person-Handedness ist nichts anderes, als die Waffe links oder rechts im Bild zu haben. Das ist Personal Preference. Ich mag sie gerne rechts, weil ich so gewohnt bin. Man kann sie genauso gut links haben. Das ist ganz egal. Always Show Inventory würde ich anhaben. Immer zu wissen, welche Waffen man hat, kann ein Vorteil sein. Player Loadouts Always Visible auf Off. Dazu kommen wir später nochmal, wieso das der Fall sein sollte. Ich würde es ausstellen. Cycle to Next oder Previous Weapon immer aus, genauso wie mit dem Spike. Dazu kommen wir ebenfalls nochmal gleich in den Controls. Show Major Content kann man anlassen oder eben auch nicht, das ist euch überlassen. Und auch manchmal davon abhängig, ob man streamt und wo man streamt, ob man es anhaben darf oder eben auch nicht. Show Corpses würde ich euch sehr empfehlen auszumachen, denn die Leichen will man nicht immer unbedingt sehen, denn auf Long Range kann man manchmal nicht zwischen Teammate oder aber eben gegnerischer Leiche erkennen. Wenn man es ausstellt, sieht man solche Avatare und die leuchten dann entsprechend in deiner Farbe oder in der Gegnerfarbe. Und das kann man eben auf Long Range viel besser erkennen, ob es der Gegner ist oder nicht. Auch gerade relevant für Sages, die vielleicht reviven möchten. Show Blood anmachen, damit man eben auch bei Wallbanks sehen kann, ob man jemanden getroffen hat, denn hinter der Wand oder hinter der Box könnte ja vielleicht nochmal ein bisschen Blut zu sehen sein und dann weiß man, man hat den Indikator, man hat getroffen. Ich würde es also auf jeden Fall anlassen. Instability Indicators on, Network Buffering auf Minimum, Show Bullet Tracers, da gibt es zwei verschiedene Versionen. Ich habe sie aus. Man kann sie aber auch anmachen, um seinen Spray-Control besser kontrollieren zu können. Das könnte eine Personal Preference sein. Soll heißen, man sieht seinen eigenen Tracer und justiert dann die Waffe entsprechend nach. Wenn man sie allerdings aus hat, kann man umso besser im Fight, wenn viel Action ist, erkennen, woher die gegnerischen Tracer herkommen. Also Personal Preference, ich habe es erstmal auf aus. Schauen wir nun in die Controls. Hier herrscht natürlich wieder super viel Personal Preference. Euch ist selbst überlassen, wie ihr die Belegung machen möchtet. Es gibt aber einige Punkte, auf die ich zu sprechen kommen möchte, wie zum Beispiel unter dem Punkt Equipment. Dort ist es wichtig, dass man seine erste, zweite Waffe sowie die Melee-Attacke als auch den Spike direkt belegt auf einzelne Tasten, sodass man ganz schnell im Fight entsprechende Waffen oder eben auch Spike ausrüsten kann. Unter dem Punkt Interface gibt es noch einen Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, nämlich Show Teammate Loadout. Mit dieser Taste kann man das Equipment als auch und vor allen Dingen die Abilities seiner Teammates sehen. Das heißt also sowas wie Sage, can you heal? Gibt es noch Smokes? Kannst du mir flashen? All diese Fragen werden irgendwann obsolet, denn man sieht mit dieser Taste, was der Teammate noch zur Verfügung hat. Das Crosshair ist abermals Personal Preference und dazu soll es auch noch ein eigenes Video geben. Kurz runtergebrochen aber ist es wichtig, dass wenn man nicht gerade einen Punkt spielt, man in der Mitte seines Crosshairs noch ein bisschen Platz hat, sodass wenn man einen spitzen Winkel anhält, immer noch sieht, wenn der Gegner durchgehen sollte. Kommen wir nun zu den wohl wichtigsten Einstellungen, die Videoeinstellungen. Hier empfiehlt es sich beim Display Mode immer den Fullscreen auszuwählen und nicht Windowed Fullscreen oder Windowed auszusuchen, denn dort könnte es zu Input-Lag kommen. Die Auflösung ist natürlich Personal Preference, allerdings empfiehlt es sich auf jeden Fall, die maximal verfügbare Herzzahl auszuwählen.
Letterboxd das Pflichtprogramm und auch bei den Max FPS Always einen kleinen Puffer einzubauen. In meinem Fall habe ich 240 Hertz, also gehe ich auf 260 FPS, um so einen kleinen Puffer zu haben. Man könnte auch sagen, man macht die Limit FPS aus, allerdings könnten dann Schwankungen vorkommen und die sind spürbar. Bei der Nvidia Reflex Low Latency empfiehlt sich ebenfalls On und Boost zu wählen. Kommen wir zur Graphics Quality. Eigentlich heißt es hier alles aus und low, um möglichst viel FPS zu bekommen. Es gibt aber Ausnahmen. Also erstmal Multithreaded Rendering an. Material Quality auf low. Texture Quality eigentlich auf low. Wenn man aber auf viele Lineups, viele crazy abgefahrene Lineups steht, kann es sein, dass es Punkte, Bereiche, vielleicht ein Blatt gibt, das du nur erkennst, wenn du die Texture Quality auf high stellst. Also würde ich hier in Anführungszeichen Personal Preference sagen. Der Rest wird auf Low gestellt, Anti-Aliasing auf zweifach, damit es nicht ganz so kantig aussieht, genauso wie das Filtering auf 4. Die Clarity anmachen auf jeden Fall, das Sharpening genauso, den Bloom aus, das ist nur unnötiger Matsch im Bild, genauso wie die Distortion und die Cast Shadows ebenfalls. Stats sind wieder mal Personal Preference, hier kann man einiges anzeigen lassen oder eben auch nicht. Ich habe zum Beispiel die FPS-Anzeige an, genauso wie zum Beispiel mein Packet Loss und ein paar weitere Input Latency Anzeigen. Das kann man handhaben, wie man möchte. Unter dem Punkt Audio sollte die Lautstärke so eingestellt sein, dass ihr den Ingame-Sound genauso gut hört wie eure Teammates im Voice. Die Soundeffekte sind auf Maximum einzustellen und eben auch die Speaker-Konfiguration auf Stereo. Es empfiehlt sich auch, HRTF anzumachen. Das 3D-Audio-Processing ist damit verbessert und ihr könnt eigentlich besser wahrnehmen, wo sich der Gegner befindet. Es gibt Leute, die die Option ausstellen und meinen, damit besser zu hören. Ich kann davon nicht reden. Also immer an. Mit diesen Settings solltet ihr gewappnet sein für den Rank-Grind. Moment, es gibt ja noch sowas wie Agenten. Dazu mehr im nächsten Video.